oder der Bastelzeit. Und ja, wer jetzt sagt, hier den Bodennetze vom Film auch mal sauber machen können, ja, hätte ich, aber dann hätte man gleich nichts zum Testen. Und damit dürfte auch relativ klar sein, worum es geht, oder? Tja, was könnt ihr wohl drin sein? Ja, ein Saugroboter natürlich. Ja, so einen hatten wir hier auf dem Kanal ja schon mal ein bisschen. Ich hatte einen ganz günstigen aus China bestellt, den wollte ich mir ja mal umbauen. Ist irgendwo auf der To-Do-Liste, aber naja, irgendwie kommt immer was dazwischen. In dem Video war allerdings auch ein professionelleres Gerät zu sehen. Ich glaube, das müsste eine Roomba gewesen sein. Hatte ich mir auf jeden Fall mal geliehen und ja, vor ein paar Tagen hatte ich rumgesurft. Und naja, da kam da im Chat das Thema auf und ja, eigentlich heutzutage haben viele von den Leuten, die ich kenne, so die Roborock-Modelle. Da gibt es halt verschiedene, aber die sind allgemein relativ beliebt, sind allerdings relativ teuer. Ich glaube 700-800 Euro kostet die aktuelle Variante. Das ist definitiv mehr als das, was ich dafür ausgeben würde, da irgendwie automatisch meine Wohnung da sauber machen zu lassen. Dafür hole ich auch den Besen selber in die Hand. Aber, naja, dadurch, dass ich halt danach gesucht habe, haben irgendwie so die Werbepartner dann gemeint, hier Werbung, Roboter, Roboter, Roboter. Und irgendwie war da einer dabei, da bin ich dann hellhörig geworden. Das ist nämlich ein Modell, was im Ausverkauf war. Eigentlich ist es also schon aussortiert. Was aber an dem besonders ist, also besonders heutzutage nicht mehr, was mir aber aufgefallen ist, naja, das hat ein sogenanntes LiDAR, also ein ja, laserbasiertes Navigationssystem. Die sind allgemein relativ teuer und ja, der Preis war sehr stark runtergesetzt, sodass der Preis für den Roboter nicht wirklich nennenswert über dem war, was ich für einen LiDAR separat bezahlen würde. Okay, überzeugt. Also gucken wir mal rein. Das ist, glaube ich, ein italienischer Hersteller, wenn ich richtig gesehen habe. Viel findet man nicht dazu, aber hey, solange am Ende saugt und die Bauteile laufen, dann wird das schon passen. Wie wir hier sehen, das Ding kommt im Originalkarton. Dadurch, dass das wohl auch teilweise B-Ware ist mit Beschädigungen am Karton, war das nicht ganz klar. Aber hey, noch besser, da weiß ich auf jeden Fall, dass er offensichtlich komplett sein sollte. Ja, das Ding ist L-Robot Que. Ich glaube, das lassen wir besser, wenn ich hier versuche, das zu sprechen. Wie ihr seht, ist vom Hersteller Konga, Modellnummer 4090. Und was hier auch noch interessant ist, wie gesagt, einerseits der LiDAR, die oben drauf ist, der dann per Laser navigiert. Dann hat das Ding eine App-Bedienung über irgendeine Cloud. Und was auch noch dabei ist, es gibt nämlich drei verschiedene Rollen, die dabei sind. So eine ganz normale Universal, die halt Borsten und Lippen hat. Dann gibt es eine, die nur Gummi hat, die ist dann speziell für Tierhaare. Und es gibt noch eine ganz weiche Bürste, die ist dann eher vom, so zum Putzen von Hartböden. Denn den hier kann man auch mit einem Wassertank ausstatten und dann tatsächlich damit so ein bisschen schrubben. Ich hatte auch mal so ein paar Reviews geguckt. Reinigungsleistung auf Hartböden wie hier ist ganz okay. Auf Teppich ist es eher so meh. Aber ich habe auch nicht so viel Teppichboden, von daher ist das nicht ganz so tragisch. Also gucken wir einfach mal ins Innere, was wir so bekommen und wie das so aussieht. Und ja, sieht schon mal voll aus. Haben hier unseren riesen Aufkleber, wofür auch immer der gut sein soll. Bisschen Anleitungsgeraffel. Und hier drunter, da versteckt sich das Ding, wofür wir eigentlich da sind, nämlich der Roboter. Man sieht auf jeden Fall an ein paar Stellen, dass das Ding offenbar schon mal ausgepackt war. Also es ist wirklich B-Ware, so wie es auch beschrieben war. Aber ist mir relativ wurscht, solange er jetzt nicht da komplett verdreckt ist. Das hier ist auf jeden Fall die Schrubplatte. Okay, ein paar von den Bürsten. Aber selbst hier, wenn wir gucken, also die sind zwar offen, aber die sehen nicht so aus, als ob die schon mal groß irgendwas gereinigt haben. Und ja, was haben wir denn hier drin? Lasst mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall die Universalbürste. Die zwei Antriebsrollen an der Seite. Vorne eine Seitenbürste. Leider nur eine. Aber hey, passt schon. Was man aber auch sieht, ist ein bisschen Dreck drauf. Also er ist tatsächlich schon mal zumindest mal durch die Gegend gefahren, aber wie gesagt, ich bin da etwas schmerzfrei. Ich wusste ja vorher, dass das Ding eventuell nicht 100% ist.
Machen wir erstmal hier die Transportsicherungen raus. Dann haben wir vorne diesen riesen Bumper, dass der irgendwo dagegen fahren kann. Oder wenn er dagegen fährt, das erkennt, dass er irgendwo gegen ist. Normal sollte er das ja durch LiDAR und die Sensoren erkennen. Aber sicher ist sicher. Ansonsten hier vorne zwei Kontakte für die Ladestation. Das heißt, der kann auch automatisch laden. Was mich bei der Seitenbürste so ein bisschen wundert, ist, dass die hier so ein bisschen in den Radbereich reinkommt. Aber naja, gut. Sensortechnisch haben wir hier anscheinend einen IR-Sensor, vorne nochmal einen Abstandssensor. Und auf der anderen Seite haben wir keinen, das heißt nur die vorne und links oder rechts, je nachdem, wie rum man guckt. Hinten haben wir dann dieses Ding, was man rausholen kann. Das ist der Staubbehälter. Den kann man auch dann hier nochmal weiter öffnen mit einem HEPA-Filter und darunter dann entsprechend der Staubbehälter. Wie ihr seht, nicht wirklich was drin. Also was auch immer sie damit gemacht haben, viel ist auf jeden Fall nicht gelaufen oder hat nicht viel geputzt. Die Tür hier kann man auch aufmachen. Ich denke, das ist dann noch ein bisschen einfacher zum Leeren. Muss man den Filter nicht ausbauen. Filter natürlich auch Verbrauchsmaterial. Muss man da mal gucken. Und dann würde ich mal sagen, ich baue den Kram einfach mal auf und dann gucken wir einfach mal, ob er funktioniert. Ne? Achso, im Übrigen, das habt ihr ja schon gesehen, der linke oder obere ist fürs Staubsaugen, der untere ist inklusive Wassertank, wenn man dann schrubben möchte. Das sind also zwei unterschiedliche. Bei dem mit Wasser ist zwar auch ein Staubbehälter mit dabei, der ist aber dann natürlich entsprechend kleiner geraten. Das heißt, muss man sich dann überlegen, was man haben möchte. Ach, und hier ist sogar noch eine Fernbedienung mit dabei. Das heißt, selbst ohne App kann man das Ding so ein bisschen fernsteuern. Ist wahrscheinlich Infrarot, so wie es aussieht. Also jetzt nichts, womit man durch die ganze Wohnung scheuchen kann. Aber man kann zumindest, wenn man in der Nähe ist, dem Ding mal sagen, du machst jetzt mal Ruhe, ich brauche jetzt mal eine Pause hier. So, bevor wir jetzt aber weiter gucken, gehen wir mal ein bisschen in Theorie, weil wir wollen ja auch immer noch ein bisschen was dazulernen. Und ich habe ja eben schon gesagt, das Ding hier nutzt das sogenannte LiDAR-Verfahren. LiDAR, das ist eine englische Abkürzung für Light Detection and Ranging. Also Lichterkennung und ja, Abstandsmessung könnte man grob das übersetzen. Wir nutzen also Licht, um Abstand zu messen. Ja, und was man einfach sagen kann, das ist im Prinzip ein lichtbasiertes Radar. Klingt kompliziert? Ja, klingt's, ist es aber gar nicht, weil, das eigentliche Konzept ist extrem einfach. Ihr kennt eventuell diese Ultraschallsensoren, die wahrscheinlich die meisten von euch schon mal irgendwie mit einem Arduino benutzt haben. Die kann man anklemmen und dann kann man irgendwie den Abstand zu einem Objekt messen. Die sind nicht ganz so präzise. Wer es etwas präziser haben will, der nutzt TOF-Sensoren, Time of Flight. Das ist im Prinzip genau dasselbe, nur mit Laser. Was gemacht wird ist, es wird ein Laserstrahl ausgesendet und es wird dann einfach geguckt, was kommt zurück. Und dadurch, dass man irgendwie so die Streuung hat und die zeitliche Korrelation hat, kann man dann sagen, okay, das, wo ich gerade drauf leuchte, das ist, was weiß ich, einen Meter von mir entfernt. Und dieses Prinzip, egal ob man das jetzt mit Ultraschall machen oder mit Laser machen, wird wahrscheinlich auch an der Seite von dem Roboter da bei diesen Sensoren angewendet werden. Denn da gucken wir einfach, ist da was im Weg. Wenn wir jetzt aber richtig navigieren wollen, dann wollen wir nicht nur wissen, ist da was im Weg, sondern was ist wo. Und da kommt dann der Trick von LiDAR, denn wenn wir mal hier oben hingucken, naja, wir haben da zwei Löcher. Wir haben ja eben schon gesagt, wir haben da irgendwie so einen Lasersender und Laserempfänger, die sitzen hier oben. Und der Trick dabei ist, naja, die sind nicht fest, sondern dieser ganze innere Kreis, der kann sich drehen. Und wenn wir den Roboter anschalten, macht er das auch genau. Der dreht sich die ganze Zeit im Kreis und scannt quasi immer 360 Grad rundherum, was denn so alles vor oder auch hinter dem Roboter ist. Und was macht das softwaretechnisch? Naja, das hier. Er guckt halt an jedem Punkt im Prinzip, was ist da, und sieht dann entsprechend so seine Umgebung, kann dann da entsprechend die Wände erkennen oder im Fall von hier diesem grünen runden Teil, wenn da irgendwie ein Objekt in den Füßen ist. Das ist einfach die ganze Magie dahinter. Aber es bringt halt eine Menge Vorteil. Wir müssen nicht irgendwie zur Wand fahren und uns dann quasi ja, mit geschlossenen Augen vortasten, sondern wir machen einmal unsere Augen auf im Sinne von LiDAR und sehen schon mal, okay, links ist eine Wand, rechts ist eine Wand, da vorne ist eine Wand. Die sind so und so weit weg und wissen dann schon mal grob, okay, so müssen wir ungefähr fahren, dass wir das hinkriegen. Und man muss halt im Hinterkopf behalten, das ist ja nicht die einzige Technologie, die ganzen vorherigen, das heißt also am Rand langtasten
Oder auch sowas wie, wie weit bin ich denn jetzt gefahren? Wie lange habe ich meinen Motor gedreht? Haben wir ja trotzdem. Das heißt, im Endeffekt haben wir einfach durch leider nochmal einen zusätzlichen Navigationsinformationen, die wir hier nutzen können. Das heißt also, wenn irgendwas anderes ungenau ist, können die sich gegenseitig ausgleichen. Das ist im Normalbetrieb zwar eigentlich nicht notwendig, aber gerade wenn man irgendwie festhängt oder so, da kann das schon mal sehr hilfreich sein, weil ihr könnt euch vorstellen, okay, ein Rad dreht jetzt durch. Naja, wenn wir normal einfach nur gucken würden, wie lange haben wir denn den Motor gedreht, der Motor hat ja gedreht, würde er denken, er wäre an der falschen Stelle und mit leider weiß er aber, Moment, halt, stopp, ich bewege mich gerade nicht, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie was anders machen kann, dass ich mich dann doch wieder richtig bewege und vielleicht in die richtige Richtung komme. Also nehmen wir uns mal hier hinten diesen Bereich, wo es Richtung draußen geht, entsprechend viel Dreck aktuell hier. Ich erwarte nicht, dass es komplett sauber bekommt, weil ein bisschen auch schon im Boden abgeschrubbt ist, aber mal gucken. Fangen wir mal mit der Ladestation an. Die hat hier unten so einen Deckel drauf, den man aufmachen kann. Darunter befindet sich der eigentliche Anschluss. Kann man dann entsprechend zur Seite rausführen. Kann man dann entsprechend nach links oder rechts machen, je nachdem, was am besten passt. Außerdem genügend Platz. Man kann also auch das Kabel da drin verstauen, wenn es zu lang ist. Okay. Ist auf jeden Fall ein nettes Detail. So, Deckel erstmal wieder drauf hier. Verhindert natürlich dann auch durch den Ferritkern, dass der da irgendwie versehentlich rausrutscht. Dann stellen wir das Ding hier einfach mal an die Seite. Mal gucken, wie er damit klarkommt. Ist natürlich dann auch eine Stelle, wo man nicht sauber machen kann. Muss man also ein bisschen aufpassen, wo man den hinstellt. Ab und zu mal per Hand nachwischen. Dann holen wir mal den Roboter und gucken mal, wie der sich da mit anfreunden kann. Insbesondere, da das Ding natürlich rutschen kann. Und ja, hier im Roboter sehen wir auch schon, da ist irgendwie links noch eine Schraube oder ein Gummi oder so. Der geht da aktuell nirgendwo rein. Ich schätze, das hat mit dem Wischen zu tun. Und da, wo reingesaugt wird, haben wir noch eine Gummidichtung. Die hier werden dann auf einer Seite eingehangen und dann auf der anderen so reingeklippt. Die Bürsten, wie gesagt, kann man wechseln, je nachdem, was man mit machen möchte. Das hier ist die Universalbürste. Da haben wir im Prinzip so Borsten und Lamellen, die entsprechend dann beides da aufnehmen kann. Sehen, die ist schon ein bisschen gerissen, also sie ist tatsächlich ein bisschen abgenutzt. Aber hey, ist halt so. Wie gesagt, ich habe es mir hauptsächlich eher wegen dem Sensor geholt. Der Roboter ist da nur so ein bisschen Beiwerk. Aber dieses Ausreißen hat man halt häufiger, wenn sich da irgendwie ein Faden oder so drum wickelt. Das kann dann schon mal passieren. Für Hartböden und so ist eh die weiche Bürste wahrscheinlich sinnvoller, zumindest wenn nicht zu viel Schmutz drauf ist. Und ja, die nur mit Elastiklamellen dann entsprechend für Tierhaare, die Außendings hier, die Außenbürste auch schon ein bisschen abgenutzt, aber ja, ist auf jeden Fall noch ausreichend. Ich glaube, da sind aber sogar noch Ersatzbürsten dabei und wenn nicht, sind sie nicht so teuer. Ansonsten, was ich hier gerade noch sehe, hier sind auch noch IR-Sensoren nach unten. Das heißt also, wenn da irgendwie ein Treppenabgang oder sowas ist, da kann da auch nichts runterfallen. Der fährt da nicht das einfach mal so einen Absatz runter. Den brauchen wir jetzt hier in der Wohnung nicht. Aber gucken wir einfach mal, ob wir das Ding überzeugt bekommen, in die Ladestation zu fahren. Also gehen wir mal hier hin und schalten den hier ein und drücken auf Home. Mal gucken, ob was passiert. Okay, an geht er und Home. Tut er was? Okay, er piept rum. Na? Okay, jetzt bewegt er sich. Dreht sich jetzt einmal im Kreis. Wahrscheinlich versucht er sich zu orientieren. Ich gehe mal davon aus, der vordere IR-Sensor, ja, da sieht man es jetzt auch. Jetzt hat er da anscheinend was. Hä? Okay. Ich wollte gerade sagen, der vordere IR-Sensor, der wird wahrscheinlich dann zwei Stück sein, dass er die Station anfahren kann. Die hat wahrscheinlich da auch irgendwie Infrarot mit drauf. Und ja, genau das habe ich befürchtet. Er zieht jetzt hier die Ladestation durch die Gegend. Das ist auf Hartboden immer so ein bisschen problematisch. Aber man sieht auch, er fährt dann auch im Zweifelsfall zurück, orientiert sich neu und versucht es dann nochmal. Ist, denke ich, alles etwas, was man mit so ein bisschen Klett oder Klebeband oder was auch immer unten drunter verhindern kann. Und ich glaube, er ist jetzt drauf. Wir sehen, er geht jetzt so langsam hoch und runter vom Licht. Das müsste eigentlich heißen, dass er gerade am Laden ist. So, ich fürchte, ohne App können wir nicht ganz so viel machen.
Ich meine, prinzipiell kann man einfach per Fernbedienung einfach sagen, okay, geh mal an, dann reinigt er wahrscheinlich auch hier alles im Standardmodus, aber man hat keine erweiterten Funktionen. Ich mache mal gerade hier mein Kabel vom Audio auf Seite und stecke hier mal so einen kleinen Bereich ab, dass er hier mal ein bisschen was zu tun hat. Dann schauen wir mal, wie er sich so verhält. Schalten wir mal an. Steht jetzt hier entsprechend Schuhe und so ein bisschen in den Füßen. Einfach, dass er was Realitätsgetreues da hat. Fährt jetzt erstmal ein bisschen von der Station weg. Scheint sich zu orientieren. Und ja, das sieht schon so aus, als ob er hier tatsächlich den Rand jetzt mal anfährt. Lautstärketechnisch ist akzeptabel, denke ich. Also wenn man ein, zwei Räume weiter ist, hört man davon wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Fährt jetzt auch gerade einfach mal den äußeren Rand ab. Also den scheint er automatisch erkannt zu haben. Wie gesagt, durch LiDAR kann er halt die Wände außenrum erkennen und auch Hindernisse. Die Frage ist, wie gut dann die Intelligenz ist, so Sachen wie zum Beispiel hier Schuhe oder so tatsächlich als solche zu erkennen. Und ja, er berührt es ein bisschen, aber ich würde sagen, das ist okay. Was macht er unter der Heizung? Bleibt er stecken? Nee. Ah, okay. Er fährt sogar um die Zuleitung rum von der Heizung. Was macht er denn da? Oh, okay, das ist jetzt natürlich fies. Wir haben hier diesen Vorhang, der fast auf den Boden geht. Und der ist so tief, dass er im LiDAR hängt. Das heißt also, er denkt, da wäre eine Wand und fährt nicht unter den Vorhang. Das heißt also, ja, die Ecke hinter dem Vorhang, wo es Richtung Tür geht, wird jetzt nicht gereinigt. Dafür hat er jetzt hier so ein Hin- und Her-Pattern eingenommen. Das heißt, er fährt jetzt hier fleißig die Bereiche ab, die dann dazwischen liegen. Hat ja den äußeren schon genommen und ja, ich denke mal, den können wir jetzt einfach mal hier so laufen lassen. Mal gucken, was er jetzt hier mit der Tür macht, ob er da jetzt auch wirklich näher ranfährt. Ja, okay, der fährt sogar so ein bisschen diagonal und ja, okay. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob er da halbwegs sinnvoll den ganzen Bereich abfährt. Also man kann auf jeden Fall sehr gut sehen, dass er sich recht gut orientieren kann. Er weiß, wo die Wände sind. Er fährt das Äußere automatisch ab, macht dann den Innenbereich. Also das sieht alles schon sehr sinnvoll und strukturiert aus. Also damit sollte man auch so ziemlich jede Ecke erwischen, die dann irgendwie relevant ist. Das ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung gegenüber den günstigen Sachen, die ich vorher mal gesehen habe, die teilweise wie der ganz billige halt einfach random durch die Gegend fahren oder wie der Roomba sich einfach vortasten, was aber Probleme macht, wenn da irgendwie Hindernisse im Weg sind, dann lässt er da schon mal in den Nähen von Hindernissen einfach komplette Bereiche aus. Wohingegen wir hier halt sehen, er scheint um Hindernisse rumzufahren, eckt nicht allzu viel an, ihr habt gesehen, den Schuh hat er ein bisschen hin und her geschoben. Aber ansonsten ist das eigentlich ja, ganz akzeptabel. Jetzt ist er gerade auf den letzten zwei, drei Bahnen. Dann gucken wir einfach mal, was er da draus macht. Was ich noch sagen kann, er macht immer so eine halbe Bahn. Das heißt also, die nächste überlappt auch immer so ein bisschen, dass man da keine Ränder oder so hat. Das ist auf jeden Fall auch eine relativ gute Technik. Ich gucke natürlich gleich auch noch mal irgendwie mit Dreck dazwischen, wo wirklich eine starke Verschmutzung ist. Mit Staub, dass man da auch mal sehen kann, wie er macht. Und eigentlich, ja, okay, er ist jetzt leiser geworden und fährt jetzt hier in Richtung seiner Heimat. Mal gucken, ob er sie diesmal auch trifft. Was wir eventuell gesehen haben, er hat rechts neben der Station oder hinter der Station von unserer Blickrichtung aus anscheinend die Ecke da nicht ganz gewischt oder gesaugt, aber ich schätze, das sollte passen und wir sehen, er hat es jetzt diesmal beim ersten Mal getroffen. Also das passt schon. Jetzt ist hier gesaugt. Was haben wir hier? Hier ist ein Teil lose. Das hat er auf jeden Fall nicht erwischt. Und die anderen zwei, drei Sachen, die sind fest. Also das ist mir klar, dass das nicht weggeht. Hier an der Seite haben wir ein paar. Da ist natürlich nur die Seitenbürste. Das ist ein bisschen problematisch. Und auch hier hinten, das sind Wasserflecken. Also ohne zu schrubben kriegt man die nicht weg. Das ist, denke ich, so okay. Sagen wir mal zwei, drei Runden noch drüber. Dann sollte der auch den ganzen Rest wegbekommen haben.
Dafür, dass das Ding halt stark verschmutzt war. Wie gesagt, hier geht es direkt raus und ich war jetzt die ganze Zeit rein und raus, Pakete hin und her schleifen. Da ist natürlich dann auch ein bisschen mehr Dreck. Nervig ist natürlich da hinten die Ecke an der Tür, also unter die Gardine. Drunter fahren wäre technisch kein Problem, aber dadurch, dass er halt den Leiter blockiert, ja, nicht so dolle, lässt er einfach aus. Das heißt also, da müsste man dann irgendwie die Gardine hochhängen oder so ein paar Zentimeter, dass er da runterkommt. Aber prinzipiell, hey, er reinigt schon mal. Und ich glaube, ich gehe einfach mal hier in so einen Lagerbereich. Da liegt nämlich noch Teppichboden und jede Menge Styropor drauf. Und mal gucken, wie er sich denn da schlägt. Ja, und damit willkommen hier im Testparcours, wo definitiv so ein Roboter eigentlich nicht hingehört. Ihr seht, ich habe es so ein bisschen halb gesichert, aber nicht zu viel. Hier an der Seite hier vorne, da haben wir so ein bisschen Kram vom Fernseher. Relativ leichtes Plastik, was einfach umfallen kann. Wir haben hier hinten Pappkisten und ein paar Switch habe ich hingestellt, dass er dann nicht weiterfährt. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. In der Ecke da links sollte es komplizierter werden, weil da einfach Kabel liegen. Mal gucken, wie er damit umgeht, ob er da drüber fährt, ob er sich festfrisst. Und dann sehen wir da hinten noch so eine Ecke, eine kleine Nische, wo er eventuell reinfahren könnte. Mal gucken, ob er das macht oder ob er sich da festfrisst, einfach weil die Kabel das leider stören. Ansonsten, wir sehen hier auf dem Boden sehr viel Staub, Styroporzeugs. Der wird mit Sicherheit nicht sauber werden, aber mal gucken, was er draus macht. Wie ihr seht, ich habe die Station jetzt nicht hier drin aufgebaut, einfach hingestellt und mal gucken, wie er denn da reagiert, wenn er keine Heimstation hat, an der er sich orientieren kann. Im Übrigen, was mir sehr positiv aufgefallen ist, der hier ist sehr dezent. Der piept ab und zu, wenn irgendwie eine neue Aktion gestartet wird oder wenn er fertig ist oder so. Aber er schreit nicht rum wie dieser Roomba, der sobald man hochhebt, da anfängt, rumschreit von wegen Mimimi, setz mich bitte hin, ich kann nicht mehr und Hilfe. So, mal gucken. Er dreht sich jetzt wieder, orientiert sich so ein bisschen und fährt jetzt hier zielstrebig an den Rand und scheint jetzt hier tatsächlich abzufahren. Mal gucken, jetzt kommt er an die Kabel. Okay. Er fährt mitten in die Kabel rein. Gesundheit. Ich hoffe, das Ding hat ein Geländefahrwerk. Aber er kommt noch voran, hat die Kabel zwar ein bisschen mitgenommen, aber keins eingezogen oder umgewickelt. Aber ja, mal gucken. Jetzt hat er sich, glaube ich, so ein bisschen festgefahren. Kommt da wieder raus. Ja, er ist jetzt in die andere Richtung am Fahren und ja, ist wieder frei. Also, das sieht soweit okay aus. Wie geht er mit dem leichten Plastik um? Ja, kommt nicht dagegen. Also, ihr seht, er fährt nicht dagegen und haut dagegen, sondern bremst vorher ab und bleibt dann da stehen. Das heißt, er hat jetzt den Rand abgefahren. Jetzt dürfte er ja nur noch irgendwie hier den Mittelteil hier ab. Ansonsten klackt halt manchmal ein bisschen. Das werden halt irgendwelche größeren Bröckchen, die auf dem Boden sind, sein. Irgendwelche Steine oder so könnte sein. Wie gesagt, ich hole da teilweise Dinge von draußen. Und schlägt sich besser als erwartet bis jetzt. Er versucht es jetzt nochmal hier an der Seite. Ab und zu mal eine kurze Denkpause und jetzt hat er da ein Kabel mitgeholt. Und er zieht es durch die Gegend. Versucht aber durch Drehen sich tatsächlich zu befreien und hat es auch wieder geschafft. Also da scheint tatsächlich irgendein Algorithmus drunter zu sein, weil das war jetzt ja schon mehrfach. Ich glaube nicht, dass das jetzt so oft Zufall war, dass er sich da wieder befreien konnte, sondern er hat ja aktiv irgendwie Rückwärtsgang mal eingelegt, sich gedreht. Also er scheint da tatsächlich irgendwas drin zu haben, dass er sich mal befreit, wenn er irgendwo festhängt. Trotzdem sollte man natürlich in seiner Wohnung vorzugsweise solche Kabel nicht lose auf dem Boden liegen haben, wenn man so einen Roboter einsetzt. Das sollte, denke ich, klar sein. Aber man sieht, er fährt jetzt auch hier nochmal die ganzen Stellen an, wo er denkt, irgendwie hing ich da eben fest, da kam ich nicht so wirklich weiter. Und jetzt hat er das Kabel schon wieder gefressen hier. Okay, ich glaube, er möchte sich jetzt erhängen. Kann ich ihm jetzt hier bei der
bei dem Dreck hier nicht wirklich übel nehmen. Und kommt da wieder raus. Ja, er hat sich tatsächlich auch hier wieder ein bisschen aus der Schlinge geholt. Was mich jetzt wundert, er ist halt immer noch am Fahren, obwohl er eigentlich schon überall so ein bisschen war. Ah, okay. Gerade gesagt, jetzt ist er ruhig geworden und er ist einfach wieder in die Position gefahren, wo er vorher war. Okay, es sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Der ganze Styroporkram ist weg. Also er hat auf jeden Fall gut Kabel durch die Gegend gezogen. Kann ich ihm aber, wie gesagt, auch nicht wirklich übel nehmen. Das ist halt auch nichts, was da hingehört. Das löst im Zweifelsfall dann hier so ein paar Lawinen aus. Was dann lediglich heißt, dass ich endlich mal mit meinem Sortieren weitermachen sollte. Und ja. Hier in der Ecke hat er ein bisschen Dreck noch, aber okay, da war er wahrscheinlich dann nicht mehr auf dem Boden. Auf den freien Flächen ist soweit sauber. Wir sehen jetzt natürlich, hier ist dunkler, aber das ist einfach Laufspuren. Da ist der Dreck so tief reingetreten wahrscheinlich. Wir sehen noch ein paar Styroporreste. Hier am Rand haben wir wieder das Problem, dass da wieder Dreck ist. Das heißt also, das mit der Seitenbürste, das funktioniert nur so mäßig. Obwohl sie noch halbwegs okay aussieht. Muss ich mal gucken, was man damit machen kann. Aber das ist halt ein übliches Problem, dass diese runden Dinger nicht wirklich sinnvoll in die Kanten an der Seite kommen. Aber ehrlich gesagt, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Gerade an den Kisten hier, da ist noch viel Styropor. Das ist ja sehr leicht. Das kann so eine Bürste eigentlich problemlos zur Mitte befördern. Aber irgendwie, naja, hat er leider nicht geschafft. Ja, dann gucke ich mal, was ich da weiterspielen kann mit dem Ding hier. So, die App dafür, das ist die Konga 4000 App, heißt das hier. Es gibt für jede Serie von diesem Hersteller eine komplett eigene App. Also nicht eine App pro Hersteller, wie man es sonst häufig sieht, sondern hier wirklich, ja, im Prinzip jeder Roboter hat seine eigene App, die man erstmal finden muss. Man muss sich mit einer E-Mail registrieren, also cloud-typisch. Die Übersetzung ist, ja, ausbaufähig. Wir kennen es ja von China-Apps, dass die nicht so gut Deutsch sprechen. Ich glaube, Spanier waren es ja hier. Die können das offensichtlich nicht viel besser. Das Design sieht auch eher ja, veraltet aus, aber am Ende muss es funktionieren. Gehen wir mal auf Roboter, Roboter hinzufügen. Hallo, Sie benötigen Konga, Ladestation und Ihr Netzwerk-Kennwort. Also, Einrichtung starten, verbinden Sie die Ladestation mit dem Stromnetz, bla bla bla. Gucken Sie, dass Wi-Fi in der Nähe ist. Ja, machen wir mal weiter. Drücken Sie Home und Power 3 Sekunden. 1, 2, 3. Okay, er piept vor sich hin, jetzt blinkt er blau. Weiter, Name des Roboters, Gerätestandort will er haben als Berechtigung. Ja, wahrscheinlich braucht er das für Bluetooth-Fotoszugriff. Schwierig, könnt ihr mir vorstellen, dass er eventuell da die Karten speichert. Okay, machen wir mal ein bisschen weiter und zwar mit dem hier. Das ist diese Einheit für Wet and Dry, das heißt also auch zum Schrubben. Wichtig, was man im Hinterkopf behalten muss, dieser Roboter, das ist ein Saugroboter mit Wischfunktion. Das ist kein richtiger Wischroboter, das heißt also, man muss damit Einschränkungen auf jeden Fall leben. Ja, was wir hier haben ist, wir können hier diesen Dustbin-Bereich abmachen. Das ist im Prinzip dasselbe wie der große. Und da haben wir dann hier unseren Ding. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen mit rumgesaugt, deswegen hier schon ein bisschen was drin. Filter kann man, wie gesagt, nachkaufen und auch den ganzen Rest. Ja, der hier hat also zusätzlich zu dieser Dustbin, die wir hier haben, noch das Ding hier. Hier können wir Wasser reintun. Ihr seht, ist schon ein bisschen gefüllt. Und das wird dann entsprechend auf der Unterseite hier rausgegeben, auf diesem Teil hier. Ihr seht, das leckt auch so ein bisschen. Also es ist definitiv nichts, was man längere Zeit mit Wasser drin stehen lassen möchte. Aber ja, so geht das natürlich nicht. Dafür brauchen wir dann hier noch so einen Wischmopp. Auch die gibt es im Prinzip zum Kaufen. Und ja, die werden dann einfach hier unten auf der Seite hier eingehangen. Da ist so eine Lippe dran. Und auf der anderen Seite seht ihr eventuell, da ist Klett. Das heißt also, so geht das dann da drauf. Zack. Und ja, im Prinzip wird es von oben dann, habt ihr die Düsen gesehen, wird das Ding feucht gemacht. Und dann kann der damit auch hier so wischen. Im Übrigen tatsächlich hier so, wie ich das gerade mache. Also der hat tatsächlich auch einen Wischmodus, wo er dann immer so ein bisschen vor und zurück fährt.
um so ein bisschen Wischen zu machen. Allerdings, der Roboter ist nicht unbedingt schwer. Das heißt, man hat relativ wenig Anpressdruck. Also wenn man festsitzende Flecken hat, ist es nicht so, dass der da irgendwie mit Druck drüber gehen kann, um die wirklich zu entfernen. Das ist wirklich nur, um leichten Schmutz zu entfernen. Wenn man das macht, dann wollen wir auch hier die Rolle ändern. Und wie gesagt, ich bin schon ein bisschen damit um die Ecken gefahren. Deswegen ist er aktuell auch ein bisschen dreckig. Das heißt, wir machen den hier mal auf. Zack. Hol den hier raus und ich werde jetzt mir nicht die Mühe machen, hier jetzt alles abzuwischen, einfach weil er gleich eh wieder dreckig ist nach der Runde hier. Und ich mache jetzt hier diese Bürste rein, das ist diese für Hartböden, einfach weil hier der Großteil Hartboden ist. Und dann machen wir den wieder fest mit dem Ding hier. Im Übrigen, was ich auch schon entdeckt habe, halt, falsch rum. Nee, richtig rum. Was ich auch schon entdeckt habe, der hat hier irgendwo, ich glaube hier unter der Abdeckung, einen USB-Port. Und das Ding hier basiert intern, Überraschung, Überraschung, auf einem Linux. Und zwar einem OpenWRT. Und über diesen seriellen Port kriegen wir eine serielle Konsole mit Root-Access. Das heißt also, das Ding zu routen ist auch relativ einfach. Ist auf jeden Fall etwas, was ich mir noch angucken werde irgendwann mal. Für jetzt aber erstmal hier diesen kompletten Dry Tank raus, den Dry and Wet Tank rein. Da ist im Übrigen dann auch hier diese Lücke, die ihr jetzt am Rand oder in der Mitte vom Bild seht. Die geht dann hier rein. Das ist der Druck für dieses Raussprühen vom Wasser. Und den mache ich jetzt hier einfach rein. Wird genauso reingeklippt. Und dann kann er gleich mit dem Wischen loslegen. Ne? So, was die App angeht, ich hoffe, da auch da habe ich jetzt inzwischen hier irgendwie das halbwegs unter Kontrolle mit den Disconnects. Ich habe noch das WLAN ein bisschen ausgebaut. Der war wohl ziemlich am Rand, der Roboter. Wenn wir auf Einstellungen gehen, haben wir diverse Sachen. Wir können eine Karte auswählen. Das ist das mit den Stockwerken, was ich angesprochen habe. Wir können einen Plan machen, dass er zeitgesteuert das macht. Wir können sagen, macht er Auto. Ich möchte jetzt wischen. So. Wir können das Ganze zweimal durchführen lassen, dann fährt er im Prinzip die ganze Wohnung zweimal ab. Können hier noch sagen, wie viel Wasser er holen soll, wie stark die Saugleistung sein soll und Turbo auf Teppichen. Er hat also offiziell auch eine Teppicherkennung. Ob die geht, gucken wir mal. Wenn wir das jetzt so machen, übernimmt er das und ich würde sagen, wir starten einfach, gucken, was er denn so rausmacht. So, auch hier fährt er aus der Station erstmal raus und dieses Geräusch, was er da so kurz gehört hat, dieses das ist, wenn er hinten da Wasser am Pumpen ist auf dem Wischmopp. Wir sehen, er dreht sich jetzt hier und ja, wenn er da fertig ist, fährt er wie eben auch entsprechend dann irgendwo zum Rand und tastet sich da lang. Wir sehen hier dann auch gleich, dass er erstmal in so eine Nische reinfährt. Das heißt also, ja, auch wenn hier solche Nischen sind, versucht er die irgendwie zu erreichen, soweit es geht. Wir sehen auch oben rechts in der App ist jetzt die Karte vom letzten Mal verschwunden, weil er es nicht erkennen konnte und es baut sich jetzt nach und nach der Raum auf. Wir sehen auch nach vorne, habt ihr gerade eventuell diesen Laser gesehen vom LiDAR, also der ist da tatsächlich auch zu erkennen. Und ja, der ist jetzt hier fleißig mein Zeug durch die Gegend am Schieben. Mit Objekten, die halt sehr tief sind, hat er doch ab und zu ein paar Probleme, dass er da erstmal aneckt und entsprechend vorne über diesen Bumper das erkennen muss. Aber prinzipiell versucht er halt grob schon mal auf jeden Fall, wie gesagt, in Nischen zu kommen und außen am äußeren Rand lang zu fahren. Okay, ich denke, wir müssen uns jetzt nicht die komplette Reinigung angucken, sonst wird das Video ein bisschen lang und langweilig. Also spulen wir mal zu den Bereichen vor, wo es dann interessanter wird. Und da hätten wir dann zum Beispiel einmal hier diese Szene. Das ist offensichtlich ein Mehrfachsteck- oder Verlängerungskabel ist es, was hier auf dem Boden rumliegt. Hat sich ein bisschen festgefressen, aber wir sehen auch hier, wie eben auch, er versucht es immer wieder hin, vor, zurück, rechts, links und irgendwann befreit er sich. Also man kann ihn offensichtlich da auch mal ein bisschen alleine lassen. Macht ein paar komische Geräusche, die Nachbarn gucken eventuell ein bisschen blöd, wenn er so über den Boden schrubbt und Krach macht. Aber er frisst sich auf jeden Fall nicht fest und bleibt dann da stecken, sondern scheint sich da befreien zu können. Was auch allgemein so ein bisschen Problem darstellt, sind jede Form von Teppichen. Also zum einen, ich habe hier einen Raum mit Teppichboden, da hat er dann einfach drüber gemobbt. Gut, Teppichnassreinigung anscheinend. Also da hat er auf jeden Fall nicht erkannt, dass das ein Teppich ist und hat dann irgendwie den Mob da sein gelassen in diesem Bereich. Ich glaube, man kann es, wenn er einmal die Wohnung in der Software hat, kann man einstellen, okay, hier pass mal auf, den Raum bitte nicht nass und so.
aber automatisch geht's nicht. Selbiges gilt für so kleine Fußmatten, also ja, gesund klingt das nicht, der fährt sich da immer wieder fest und dadurch, dass der Wischmopp hinten halt auch ziemliche Reibung hat, zieht er den dann auch irgendwie so durch die halbe Wohnung und verteilt entsprechend dann wieder Dreck. Also sowas wie Fußmatten sollte man, wenn man zumindest hier mit diesem Wischding drüber geht, auf jeden Fall auf Seite tun. Beim Reinsaugen ist es nicht ganz so problematisch, da haben wir ja dann nur die Reifen, da zieht er vielleicht mal ein bisschen hin und her, aber nicht durch die halbe Wohnung. Das liegt da besser. Speaking of Vision, ich habe es ja eben schon erklärt, wenn er hier am Vision ist, ihr seht diese Bewegung, wo er immer mal wieder ein bisschen nach vorne und zurück fährt, so ein bisschen diagonal überlappend, das klappt schon halbwegs gut. Und wie gesagt, man kriegt damit definitiv keine Flecken weg, die groß festsitzen, aber man sieht, denke ich, auch hier auf der Aufnahme relativ gut, dass da definitiv feucht rübergewischt wurde und auch so feiner Staub auf jeden Fall danach weg ist. Was man auch im Hinterkopf behalten sollte, wir hatten eben ja schon gesehen bei den Kabeln, er hat durchaus so ein bisschen Kletterfähigkeiten und die stellt er auch bei jedem Regal unter Beweis. Also wenn man so Bodenregale hat, wo auf dem Bodenlevel irgendwelche Fächer sind, naja, der probiert er auch durchaus reinzufahren und dann den Inhalt da wegzusaugen, beziehungsweise hier in dem Fall zu wischen. Ich musste auf jeden Fall hier diese Klammern, die da drin lagen, am Ende dann erstmal in der Wohnung wieder suchen gehen. Die hat er irgendwie mitgenommen. Muss man halt also auch alles im Hinterkopf behalten, eventuell später in der Software sagen, die Ecke bitte nicht. Der Status wird natürlich auch immer an die App zurückgemeldet. Das heißt, man kann auch immer sehen, wo wurde schon gewischt, wo nicht. Hier sehen wir auch was Interessantes. Und zwar, wenn wir oben rechts gucken, da hat er durchaus von dem einen Raum ein Stück weggelassen. Und das ist nichts, wo jetzt das Problem ist, dass er nicht drankommt. Er hat dann irgendwie gegen Ende von hier diesem Zyklus, ist er nochmal dahin gefahren, hat diese Ecke danach geholt. Ja, keine Ahnung, was da los war. Irgendwann ist dann aber auch mal gut, das Ding ist auf Orange gegangen und zielstrebig wieder zu seiner Station zurückgefahren. Das heißt also, so, auch das hat einwandfrei funktioniert. In der App kriegen wir auch ein paar Statistiken. Wir sehen hier Reinigung abgeschlossen. Das Ganze hat 69 Minuten gedauert. Kein Wunder, war ja eine feuchte Sache. Wir haben ja gewischt. Normalerweise ist das Ding ja eher am Saugen. Da geht das Ganze dann auch schneller, da ist er dann schneller fertig. Ansonsten Quadratmeter, gut möglich, es waren ja immer nur Raumteile, die ich hier gemacht habe, deswegen ist das schwer zu beurteilen, aber so von dem, was ich in der Karte sehe, das kommt durchaus mit dem hin, was ich auch so erwartet habe. Also ich kann durchaus dazu ordnen, welche Räume er wo gereinigt hat. Das ist allerdings nicht unbedingt immer der Fall, also wenn wir uns diese Karte hier mal angucken, er hat manchmal wohl seine Orientierung verloren und dann angefangen, eine neue Karte in der Karte zu erzeugen, die dann irgendwie so schräg versetzt ist. Also es ist nicht 100%, aber wenn man es einmal drin hat und speichert, geht es meistens noch ganz gut. Ja, ansonsten, ihr habt jetzt gesehen, wie viel er ungefähr gemacht hat, ist jetzt hier eine Stunde gefahren und ich würde mal sagen, so zwei Drittel vom Wasser sind raus. Und ja, gucken wir mal in die Dustbin hier rein, also den entsprechenden Behälter, wo der Staub reinkommt, da hat er auch einiges noch aufgesammelt, was halt auch immer sehr interessant ist, weil wie gesagt, er ist eigentlich vorher schon mal drüber gefahren und ja, okay, gut. Je mehr Staub weg, desto weniger Staub auf dem Boden, soll mir recht sein. Und ähnlich sieht es halt auch hinten aus bei diesem Tuch, auch da haben wir jetzt natürlich den ganzen feineren Staub, sage ich mal, drin. Das hat also auch ganz gut funktioniert. Und hier kann man dann, habt ihr eben gesehen, mit Klett und dann dieser Lasche einfach abmachen, auswaschen und dann ist das Ding für die nächste Runde wieder fertig. So, ich kann jetzt natürlich nicht wirklich viel vergleichen, weil ich einfach nur einen relativ alten Saugroboter sonst kenne oder die Billigteile und nichts mit den aktuellen Modellen da anzufangen weiß. Für das, was ich jetzt hier getestet habe, ist es ein Ergebnis, was okay ist. Es ist jetzt natürlich nicht alles sauber geworden. Ja, ist auch halt nicht dafür gedacht. Gerade beim Schrubben, es ist halt kein Schrubbroboter. Da gibt es separate, die dann auch noch irgendwie Rüttelplatten und sonst was unten drunter haben. Aber von der Saugleistung her ist es, denke ich, akzeptabel. Jetzt beim ersten Mal hat er da den Großteil schon weggemacht. Ich denke, so zwei, dreimal noch drüber fahren lassen. Dann sind dann auch mal die Ecken sauber. Und das ist dann normalerweise auch kein Problem. Dadurch, dass man den hier halt zeitgesteuert und ohne wirkliche Aufsicht laufen lassen kann, zumindest theoretisch. Man sollte natürlich nirgendwo ohne Aufsicht was laufen lassen, aber es ist technisch möglich und ich denke, viele werden es auch machen. Und gerade wenn man halt nicht im Homeoffice ist, kann man dann halt einfach sagen, okay, hier tagsüber keiner da, mach mal die Wohnung, ne? Oder wenn eure Lebensgestaltung anders ist, kann man natürlich auch genauso sagen, okay, hey, ich bin jeden zweiten Abend irgendwie abends unterwegs. Also jetzt aktuell vielleicht nicht, aber regulär. Und dann kann man da entsprechend durch die Wohnung fahren lassen. Ist halt alles möglich.
Gut, ansonsten, Navigation haben wir ja gesehen, scheint zu funktionieren. Die App, schwierig, also bei mir ist sie immer mal wieder gecrashed, ist schlecht übersetzt und auch sonst nur mäßig zuverlässig, aber in den meisten Fällen tut sie ihren Job. Die Integration mit irgendwie Google Assistant oder Alexa oder so habe ich nicht wirklich ausprobiert. Da ist allerdings auch nicht wirklich viel. Also man sagt halt, okay, Suchmaschine, sage meinem Saugroboter, er soll die Wohnung reinigen und dann reinigt er die Wohnung. Ja, toll. Aber sagen wir mal so, bis ich dieses Voice Command da vorgelesen habe und dann noch 20 Mal wiederholt habe, weil das komische Ding mich die Hälfte der Zeit nicht verstehen, Dad. Naja, in der Zeit habe ich halt auch die App aufgemacht und habe dann da auf den passenden Button geklickt. Das funktioniert da irgendwie schneller. Einbindung in andere Systeme ist etwas schwieriger. Es gab mal was für Home Assistant, wird aber nicht weiterentwickelt. Einfach weil sich die Entwickler darauf beschränkt haben. Hey cool, da ist Root, wir bauen mal eine Custom Firmware. Das ist auf jeden Fall noch was, was ich mir irgendwann eventuell mal angucken werde, weil, wie gesagt, ich wollte ohnehin ja an den Sensor dran. Von daher bietet sich das an. Insbesondere, weil dieses Custom-Feature da wohl nicht die Originalfunktion beeinträchtigt. Also die kann man da immer noch weiter teilweise nutzen. Da muss ich auf jeden Fall mal weiter nachgucken. So oder so, Boden ist jetzt soweit sauber. Zumindest mal, bis das die nächsten Pakete kommen und ich hier den halben Außenbereich wieder mit meinen Füßen nach drinnen trage. Aber hey, im Zweifelsfall darf er dann halt nochmal darüber laufen lassen. Denn offensichtlich tut er ja das, was er soll.